Im Weitsprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem deutschen Lutz Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. Jesse Owens. Sieben Meter 74. 20 Zentimeter weiter als Long. Und nun wieder Long. Sieben Meter 84. Der Deutsche führt. Owens. Wieder 3 Zentimeter weiter. Lutz Long. Nur noch einmal Jesse Owens. Goldmedaille für Amerika!